Herzlich willkommen bei Made in Austria, grenzenlos erfolgreich. In dieser neuen Sendung wollen wir Ihnen Firmen vorstellen, österreichische Firmen, die Hervorragendes in ihrem Bereich leisten und im Export ganz, ganz groß sind. In unserer ersten Folge geht es in die Steiermark und nach Tirol. Auf geht's, folgen Sie mir unauffällig. Kleines Land, Big Players, deswegen sind wir nach Hall in Tirol gefahren. Hier gibt es eine Firma, mit der man wirklich große Sprünge machen kann. Das ist der Gründer von Backjump, Martin Rasinger. Servus. Martin, dein Bruder fällt, der Hannes, wo ist er? Ja, der soll gleich einmal da sein. Hannes! 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 Ist er immer so laut? Servus, Hannes! Servus. Grüß dich. Ja. Jetzt wollen wir uns anschauen, was man alles noch mit diesem Ding machen kann, außer aus dem Büro zu springen. Der Extremsport hat sich rasant entwickelt. Immer waghalsigere Sprünge erhöhen das Verletzungsrisiko. 2007 begann der damalige Snowboard-Profi Martin Rasinger deshalb, den Prototypen des Backjump-Luftkissens zu entwickeln. So entstand zusammen mit Hollywood-Stuntmännern und Ingenieuren eine Lösung. Ein Bag aus PVC-beschichtetem Spezialgewebe. Die Stunts, die wir jetzt gesehen haben, sind die erst durch euch möglich geworden? Früher wurden auch Stunt-Airbags verwendet in Hollywood und so weiter. Die waren aber nicht so ausgereift. Also die waren mehr oder weniger zusammengebastelt. Wir produzieren halt für ganz viele verschiedene Segmente, Sportarten und Industrieanwendungen Airbag-Systeme. Also wir sind mit Abstand der größte Airbag-Hersteller und Entwickler. Und dementsprechend kauft mittlerweile Hollywood die Airbags bei uns. Du bist ja zu ihnen gegangen, zu den Stuntmen, um die Hilfe zu holen. Ganz genau, ja. Und zwar damals hat man nicht die Möglichkeit gehabt, verletzungsfrei die Sprünge zu üben. Dementsprechend haben die Stürze dann irgendwann sehr wehgetan. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche wirklich ein Gerät, dass ich da mit den 15-Jährigen mithalten kann und meine Sprünge verletzungsfrei üben kann. Wie muss man sich das vorstellen? Wie hast du von Anfang an das Ding entwickelt? Alles selber gemacht? Oder wie geht Am Anfang das? War es wirklich nur Learning by Doing und einfach ich selbst war der Testkandidat und andere Snowboard-Profis, wir haben das halt getestet und geschaut, dass das funktioniert, bevor wir es der breiten Masse dann angeboten haben. Wir sind ja nicht zufällig in einem Trampolinpark. Welches Teil ist hier von euch? Der Airbag hinter uns. Jetzt lassen wir mal jemanden reinspringen, dass man sieht. Jawohl. Okay, also da kann man richtig Gas geben und die Kinder tun sich nicht weh, wenn sie hier springen. Genau, da sieht man, die Aufprallenergie wird absorbiert, man wird schön weich aufgefangen und das ist der Sinn hinter unserem Produkt. Also was ist das Schwierigste, was muss man am besten machen, damit es funktioniert? Die Nähte wahrscheinlich. Es ist ein Gesamtkonzept aus der Verarbeitung, Materialien und wie die einzelnen Kammern miteinander zusammenspielen. Und das ist neu, das gab es vorher nicht? Das gab es vorher nicht in der Form, das haben wir erfunden, speziell um eben Schaumstoffgruben auszutauschen. Ja. Können Sie mal so zeigen, wo das Spektrum bei euch ist, was macht sie alles und wo wollt ihr noch hin in Zukunft? Wir werden weiter im Actionsportbereich unsere Produkte liefern, genauso wie im Breitensport Trampolinspringen und vor allem auch Gymnastik für Turnvereine und Schulen, Universitäten und so weiter. Worüber ihr nicht sprechen dürft, aber nur damit man versteht, was das für ein Hightech-Produkt ist, dass ihr auch für die Raumfahrt arbeitet. Was macht man für die Raumfahrt? Für ein US-Raumfahrtunternehmen haben wir so Raketenteile aufgefangen, den Test gemacht und wir haben Airbags speziell also gebaut. Wenn die dann dafür, runterfallen auf den Raketenteile, genau, die fallen auf den Airbag drauf und dürfen halt nicht kaputt werden, weil sie ein paar Millionen kosten. Ja. Viele Weltrekorde auch gebrochen die letzten Jahre mit unseren Produkten. Ja, zum Beispiel im Freestyle Motocross den dreifachen Backflip mit einem Motorrad. Ja, das war ein sehr heftiger Stunt, der ist bei jedem Sprung eigentlich um Leben und Tod gegangen. Ich denke schon, dass wir jetzt nicht nur Spitzensportlern dazu geholfen haben, ihre Träume zu verwirklichen und ihre Ideen und das vor allem sicher, ohne sich schwer zu verletzen. Also sicher dann einigen Leuten ihr Leben gerettet. Aber auch, was ich schön finde, ist, wenn du in den Trampolinpark gehst und dann ein junger Bub reinspringt in einen Airbag, lacht und der Vater nachhupft dann auch. Und das ist schon lässig, wenn du eigentlich Leuten Freude bringen kannst durch das, was du erfunden hast. Heute werden die verschiedenen Modelle der aufprallabsorbierenden Systeme in die ganze Welt exportiert.
Das Unternehmen ist neben Europa unter anderem in den USA, Kanada und in Japan tätig. Bereits nach 4 Jahren, 2011, gelang es, die Umsatzschallmauer von 1 Million Euro zu durchbrechen. Tendenz steigend. Genau, ja, weil dann kommt das nicht so abrupt und ist ein bisschen angenehmer zum Ausrutschen. Beim Olympia Lining Bike für die Norweger müssen wir uns halt noch überlegen, wo wir genau die Sektionen... So, meine Herren, herzlichen Dank, war großartig für euch. Danke vielmals. Ich muss schon weiter nach oben in die Obersteiermark. Da gibt es nämlich eine Firma, die behauptet, ihre Leiterplatten sind in jedem elektronischen Produkt. Jetzt wollte ich fragen, darf ich vielleicht was mitnehmen, die Tastatur zum Beispiel? Sicher. Es kommt wieder zurück, ja. Kommt auf jeden Fall wieder zurück in ganzen Stücken und wow, ist das diese neue Soundbrille? Ja, genau. Darf ich die vielleicht mitnehmen? Ja, sowieso. Übermorgen ist sie wieder da. Danke. Super. Mal lässig. Cool. Hätte ich fast vergessen. Nimm die auch noch mit. So, lala. Wo ist sie da? Gut. Wir sind jetzt in der Obersteiermark in Leoben. Hier gibt es die Weltfirma AT&S. Und AT&S behauptet, dass ihre Leiterplatten praktisch in jedem elektronischen Gerät verbaut sind. Auch in dieser Soundbrille. Das wollen wir natürlich genau wissen. Und dazu suche ich jetzt den Chef, den Generaldirektor Andreas Gerstenmeier. Irgendwo muss er sein. AT&S ist ein Hightech-Unternehmen von Weltrang und damit natürlich österreichischer Export-Champion. Seit 2010 ist Andreas Gerstenmeier Vorstandsvorsitzender von AT&S. Jährlich setzen die Obersteirer ca. 1 Milliarde um. Mit 6 Produktionsstandorten in Europa und Asien versorgt AT&S die ganze Welt mit Leiterplatten. Leiterplatten sind aus unserem Leben nicht wegzudenken. In jedem elektronischen Alltagsgerät sind die kleinen und manchmal großen Wunder aus Kupfer und Plastik verbaut. Doch was sind Leiterplatten eigentlich? Leiterplatten sind das intelligente Hightech-Gerüst eines jeden elektronischen Geräts. Auf ihnen werden alle Bauteile vom Prozessor bis zum Arbeitsspeicher befestigt und verbunden, auf dass die Winzlinge miteinander sprechen können. Der österreichische Ingenieur Paul Eisler gilt mit seinem Patent aus dem Jahre 1943 als Urvater der Leiterplatte. Spätestens mit der Minimierung der Geräte trat seine Idee den Siegeszug um die Welt an. Ja, Herr Generaldirektor, wir haben jetzt so ungefähr verstanden, was Leiterplatten sind. Ist wirklich in jedem elektronischen Produkt dieser Welt eine AT&S-Leiterplatte verbaut? Kleiner Test, ich habe den Tirolern diese Brille hier entführt. Ich habe sie mittlerweile schon zerlegt, ich hoffe, ich kriege sie wieder zusammen. Aber so eine, ist das wirklich Ihre Leiterplatte, die da drin ist? Ja. Das ist sehr wohl eine Leiterplatte von AT&S, das wissen wir deswegen so genau, weil wir mit der Firma in gemeinsamer Entwicklungsarbeit diese Lösung erarbeitet haben. Und das zeigt sehr schön, wie man mit einer engen Kooperation mit unseren Kunden eben auf Miniaturisierung im kleinsten Raum schöne Lösungen entwickeln. Lösungen, die weltweit funktionieren, das ist eine irrsinnige Erfolgsstory, AT&S. Können Sie das kurz umreißen? Wie hat es angefangen mit AT&S? Vielleicht ganz kurz die Geschichte. 1987 noch unter dem Dach der verstaatlichten Industrie, 1994 dann die Privatisierung. Und dann ist das Ganze auf den Weg gegangen, also mit eigentlich wirklich eine Erfolgsgeschichte, mit Börsegang zuerst in Frankfurt, später dann auch der erste Schritt nach Asien, 1999 erst Indien, 2001 China. Und wie wichtig ist es, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen? Es ist natürlich essentiell für die Firma. Ich meine, wie kann man erfolgreich werden als Firma? Sie haben eine gute Strategie als Fundament. Wie vorhin gesagt, Sie brauchen eine solide Technologiebasis. Sie müssen neue Technologien, Innovationen entwickeln. Sie brauchen operativ eine Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Aber das alles passiert nur, wenn Sie die richtigen Menschen haben. Und nicht nur die richtigen Menschen, das heißt die richtig qualifizierten Menschen, sondern auch die richtig motivierten Menschen. Also wenn den Mitarbeitern der Job keinen Spaß macht, wird die Firma nicht erfolgreich sein. Rund 10.000 Arbeiter sorgen für einen reibungslosen Produktionsablauf weltweit. Die Vision abseits der Elektronik? Als einer der führenden Hersteller bemüht sich das Unternehmen, seinen CO2-Fußabdruck in den kommenden 20 Jahren auf Null zu setzen. Seit 31 Jahren arbeitet Bernhard Reitmeier für AT&S. Er ist für die technische Aufbereitung von Leiterplatten zuständig und ist das Bindeglied zwischen Kunden und Fertigungslinie. Da,
Hier beginnt das Leben jeder Leiterplatte. Hier sieht man, dass das Material von dem Träger, von der Trägerkassette weggenommen wird. Der erste Schritt in der Leiterplattenherstellung ist die Säuberung des Kupfers. Danach werden Verfahren angewandt, die in gewöhnlicher Luft nicht möglich wären. Das entspricht der Reinheitsklasse eines Operationssaales. In diesem Arbeitsschritt werden die Leiterplatten überprüft. Ja, das sind jetzt unsere Bohrmaschinen, das sind Mehrspindelmaschinen. In dem Fall sind es 5 Spindeln. Und da werden unsere Leiterplatten entsprechend gebohrt. Auf der linken Seite sieht man hier unsere Verkupferungsanlage. Da bringen wir entsprechend Kupfer nach unseren Kundenwünschen auf. Dieses Kupfer verbindet die elektronischen Bauteile auf der Leiterplatte und sorgt dafür, dass die einzelnen Komponenten miteinander kommunizieren. Am Ende der Anlage kommt das dann vollkommen verkupfert wieder heraus. Dieser Prozess ist sicher entsprechend umweltbelastend, aber wie gesagt, bei uns ist ja, da ist ja überall auch Wasser drinnen und mit dem Wasser gemischt. Unser Wasser, das unser Haus verlässt, hat Trinkwasserqualität. Das waren die ersten Big Players aus Österreich. In den kommenden Wochen haben wir mehr davon zu bieten. Österreich ist klein, aber groß im Export. Bis zum nächsten Mal bei Made in Austria, euer Andreas Jäger.